Was geht? Willkommen zu Horizon Zero Dawn. Down, down. Und ja, nachdem ich in der letzten Folge komplett verschissen habe, die komplett umsonst war, mache ich weiter. Oh, was fliegt hier rum? Das sind Blätter, oder? Machen wir direkt weiter. Und ja, wie immer drücke ich Start, so kennt man mich, das ist Standard. Ich stelle mal jetzt ganz viel her, weil mein Kumpel Zwoni gesagt hat, ich soll mal mehr Sachen einfach herstellen, damit mein Inventar nicht so voll ist. Weil mein Inventar ist immer überfüllt. Das Problem ist dabei, ich kann nichts Neues sammeln. Einfach A gedrückt halten, ganz ehrlich. Aber ich kann ja wirklich fast alles herstellen. Bloß hier habe ich immer sehr begrenzt, ja. Ist immer sehr begrenzt bei diesen Genesungs- und Gesundheitstränken. Aber ja. Was kann man hier noch machen? Tragekapazität, Stolperfallen, Schleuder, Munitionsbeutel, Fallenbeutel, Jägerbogenköcher, Scharfschussbogen, Modifikationsbeutel. Machen wir Upgrade 3 rein. Und hauen Schleuder kommen, da ist auch immer sehr wenig Munition. Gut. Munition stelle ich jetzt erstmal nicht her. Ja doch, hier könnte ich ja jetzt noch zwei herstellen. Hier stelle ich auch nichts her. Gut. Und des Weiteren würde ich gerne, nachdem ich hier ein bisschen Viecher zerstört habe, würde ich gerne zu einem Händler gehen und mein Fail vom letzten Mal abändern, weil ich ja zweimal denselben Pfeil besitze. Ich hält. Ich habe es ja erst dann beim Video erstellen gecheckt. Okay, die anderen zwei haben gar nicht gecheckt, dass ich den gerade abgestochen habe. Beste Viecher, was auch immer die da im Boot suchen. Oh oh, jetzt ist einer auf mich aufmerksam geworden. Egal. Meine Position ist aufgegeben. Nein, was machst du denn? Aloy, dachte du. Komm, schlag. Zack, das war's mit dir. Und der andere ist einfach abgehauen dahin. Der haut einfach ab. Richtige Eierlose hier. Warum läuft die Musik so? Nee, jetzt hat sie sich beruhigt. Gerade als ich es angesprochen habe. Wie immer drücke ich Start. Mann, ey, ich voll Depp. Gut. Jetzt schauen wir, wo hier ein Händler in der Nähe ist. Da ist ein Händler, oder? Das ist doch ein Händlerzeichen, genau. Dann nein, nein, ich wollte mich dahin teleportieren. Weil dann kann ich direkt mich wieder zurück teleportieren nachher und mich auf einem tollen Weg wieder machen. Hier war der Händler irgendwo. Da. Gefällt dir was davon? Natürlich. Ja gut, dass du für mich schon redest. Verkaufen. Jetzt können wir Sachen endlich verkaufen. Was ich mich frage ist, dieses seltene Maschinenteil kann nur vom Brüllrücken erbeutet werden und es bei Händlern sehr begehrt. Ach so, okay, das da, damit kann ich was herstellen und das da oben sollte ich eher verkaufen, denke ich, ja, wenn da steht immer, dass das bei Händlern einiges einbringt, auch wenn jetzt 27 von den Metallscherben nicht viel sind. Aber ich verkaufe die Dinger dann mal. Und da steht es bei Händlern begehrt. Verkaufe ich jetzt mal alles. Da wäre ich ja dumm, wenn ich es nicht mache. Kann man direkt alle verkaufen? Hier mehrere verkaufen. Ja, da brauche ich nur einmal.
Ist halt das allererste Mal, dass ich überhaupt was verkaufe. Ich bin auch eine Legende. Ja, da drücke ich jetzt zweimal drauf. Das passt. War gut zu wissen. Danke für die Tipps, Sony. Oh, Rolly. Rolly. Bei Händlern sehr begehrt. Das sind auch wieder bei Händlern sehr begehrte Sachen. Und Schlüssel. Die Metallscherben. Okay, ja, da rechts unten ist ja noch die Verwendung. Das verkaufe ich jetzt nicht. Hätte ich früher auf die Verwendung gucken müssen. Aber passt schon. Ich habe jetzt mal da alles verkauft. Wahrscheinlich habe ich wieder irgendwas falsch gemacht. Aber egal. Ja komm, ganz ehrlich, den verkaufen wir jetzt. Und denselben Bogen, den ich mir nochmal gekauft habe, verkaufe ich jetzt auch. Jetzt schauen wir mal, was der Händler so bietet. Wäre vielleicht auch nicht schlecht, neue Rüstung zu kaufen. Sehr selten, dieses Schamanengewand aus verflochtenen Kabeln. Mein Gott. Ich sehe da aber keine Kabel. Und von Maschinenöl durchtränkten Stoffen schützt vor Verderbnisschaden. Aha. Das ist dann richtig nice gegen Verderbnis. Hier hast du so ein ausgeglichenes Schild. Oder Schild. Was sage ich schon? Ausgeglichenes, wie nennt man das denn nochmal? Outfit hier. Okay, dann nennt man es halt hier Outfit. Gewand oder wie auch immer ich es jetzt nennen würde. Ich glaube, ich nehme hier das Ausgeglichene. Ja, komm. Ah, nee, mir fehlt... Mann, dafür bräuchte ich jetzt aber ein Wächterherz. Och, Mann. Rohstoffe. Ich habe ihm ja was verkauft, dann müsste der doch auch irgendwo ein Wächterherz haben, oder? Was hat hier? Gratis-Probekiste, die sahen wir auch wieder ab. Scherbenmodifikation. Spezialmodifikationskiste. Diese Kiste muss geöffnet werden, um ihren Inhalt zu enthüllen. Diese Kiste, die einige zufällige, sehr seltene Waffen- oder Outfit-Modifikationen erhält. Soll ich dafür mal zahlen? Spezialobjekte, Rohstoffe. Shit, ich voll Depp, Mann. Siehst, okay, jetzt habe ich wieder was gelernt. Ich hätte die Sachen nicht verkaufen sollen von allen Maschinen, sondern mir Sachen auch herstellen. Aber ja, jetzt wieder was gelernt. Nehmt's mir nicht übel. Nehmt's mir nicht übel. Ich hätte früher reingucken sollen. Und bei Waffen? Die kosten nur, ja okay, nicht nur Metallscherben, aber... Schon gut Metallscherben. Kaja, Jägerbogen. Ich würde gern gucken, was ich denn... Kann ich denn in dem Menü nicht sehen, was ich besitze? Das finde ich aber auch ein bisschen... Ah doch, ja, beim Verkaufen hätte ich ja gucken können wahrscheinlich. Also ich habe einen Kaja Scharfschussbogen. Stolperfalle, Schleuder und Speer. Normal. Also ein Kaja Scharfschussbogen. Gefällt dir was davon? Ja, alles gut. Also das Ding besitze ich. Das Ding kann ich nicht kaufen. Kaja Schleuder. Kaja Jägerbogen, den hatte ich ja schon. Ja, was soll ich mir denn da... Da gibt es ja gar nicht viel zu kaufen, ne? Irgendwie. Sind die Händler da auch unterschiedlich? Das wäre nicht schlecht, wenn man es mir mal in die Kommentare reinschreibt. Ha. Schwer, schwer, schwer. Ich habe ja aktuell, glaube ich, Sprengschleuder. Ganz ehrlich, komm, testen wir die Sprengschleuder. Die habe ich ja nicht. Oder? Nee, ich habe nur eine normale Schleuder. Und eine normale Stolperfalle. Gut, dann gönne ich mir mal Rassler. Komm,
Sprengschleuder. Ersetzt die Schleuder. Und Rassler hole ich jetzt. Die möchte gern Pumpgun. Das testen wir jetzt, Leute. Gut. Dann reicht's langsam mal hier im Menü, würde ich behaupten. Jetzt werden die Waffen getestet. Das ist immer so schade, Mann. Dass ich da keine Sprengpfeile herstellen kann. Gut. Start drücken, da Daniel. Was habe ich hier? Ich habe hier 3 Skill Points. Die würde ich jetzt auch gern einsetzen. Schwerlastträger. Ich benutze halt gar nichts Schwerlastmäßiges gerade. Ja, kaum kritische Treffer verursachen mehr Schaden. Das könnte ich gebrauchen. Was hier? Sammle im Reiten Ressourcen durch. Durchsuche Gegner am Bo. Oh, cool. Das nehme ich auch. Gut. Ich tue sehr ausgeglichen Skillen. Ich hoffe, am Ende reicht's dann. Also mit den Skill Points, dass ich da alles voll machen kann. Okay. Dann gehe ich jetzt zu dem Lagerfeuer. Und laufe wieder links rum und teste mal auch meine neuen Waffen. Das wird jetzt mal sehr interessant. Jetzt habe ich eine Fern, also so einen Scharfschussbogen. Dann diese Möchtegern-Pumpgun. Und eine neue Schleuder. Mal gucken, was die bringt. Nachdem ich Vollidiot alles von meinen Maschinen verkauft habe. Ich hätte mir so schön so ein Outfit kaufen können. Nein. Ich habe... Nein. Ich werde keinen Respekt zeigen. Ups. Die Welt, jetzt sollte ich darauf achten, die Feuerstellen. Ich muss Olin finden und alles erfahren, was er weiß. Wer die Mörder waren. Wie sie mich durch seinen Fokus sahen. Wer die Frau ist, die aussieht wie ich. Warum sie mich töten wollen. Olins Spur führt nach Meridian. Wenn ich ihn kriege, wird er reden. Auf jeden Fall. Und für die Leben bezahlen, die er vernichtet hat. Das geht ganz schön schnell. Was ist das? Gut, dass mir da was angezeigt wird. Da sind ein paar Mr. Krabs, die Panzerwanderer. Ist da noch ein Panzerwanderer? Ja, das sind 3 Panzerwanderer. Und was ist nochmal ihre Schwäche? Muss ich immer wieder gucken. Irgendwann sollte ich es auch lernen. Stärke, Schock. Und es war Abriss eigentlich nur, ne? Alles und Abriss. Ja gut, dann kann man gut auf die eindreschen. Nein, schieß doch! Mitten ins Ziel. So,
wahrscheinlich wieder abgefeuert. Keine Munition. Ah, ja, das Ding muss ich erweitern. Oh. Oh. Habe ich ihm was gegeben überhaupt? Ja, einer bewirft wieder. Bitte schieß doch, Aloy. Der da hinten ist sehr gefährlich. Der nervt mich gerade hart. Munition leer. Boah, der schlägt halt dreimal, viermal. Nein, wieso eskaliert der denn so? Ich sterbe gerade in jeder Folge. Oh Mann. Jetzt muss ich bestimmt wieder von dort anfangen. Och Mann. I'm bad, I know it. Mann, ohne Witz. Die Welt außerhalb des Heiligen Lands. Ich muss Olin finden und alles erfahren, was er weiß. Ja, das wissen wir. Das hast du uns schon mal erzählt. Fokus sahen. Wer die Frau ist, die... Ehrlich, ich laufe jetzt hier entlang. Hier muss es doch irgendwo eine Feuerstelle geben. Warum sie mich töten wollen. Olins Spur führt nach Meridian. Wenn ich ihn kriege, wird er reden. Ich hoffe, dass er reden wird. Wenn nicht, dann bringen wir ihn halt zum Reden. Olin wird bezahlen. Gut, dass ich mein Leben schon zerstöre. Wartet. Ich nehme mal so einen Elektrotrank. Ganz ehrlich. Diese Drecksviecher werden jetzt bezahlen. So wie Olin später. Und bei dem geht auch gar nichts mehr. Okay, Vorsicht, der schlägt wieder 10-mal zu. Und jetzt der kritische. Boom. Guter Fund. Ich werde wieder abgeschossen. Ey, cool aber, dass der Trank wirkt. Viel abgezogen hat es mir nicht. Sollte ich öfters machen, habe ich auch immer vergessen. Weg. Der eskaliert, der Bulle. Dein Schädel. Ich werde wieder geschossen. Wollte ich nicht. Gut, dann bewerfe ich ihn halt wieder mit der Sprengschleuder. Na komm. Lauf doch nicht weg, Mann. Boom. Wieder weg. Also gut. Wow. Nochmal so ein Trank. Ist er. Schön sammeln währenddessen, weißt du, nicht danach oder so, nein, während dem Kampf einfach einsammeln. Komm jetzt her. Boom. Schaut der eigentlich hin? Ist schön da unten rein. Ah, ich habe keine Munition, jetzt schicke ich es erst. Komm. Dreht sich auch nur noch im Kreis. So. Die Rache ist geglückt, Leute. Die Tränke finde ich richtig nice. Aber richtig, richtig nice. Hätte ich schon nur mal einiges früher benutzen können. Aber egal. Ich lerne Stück für Stück. Hier liegt einfach ein Wächter. Was kommt jetzt hier? Sandsturm oder was? Wie sieht das hier jetzt aus? Hier gammelt doch irgendwo noch. Da sind Schweine und so.
Habe ich. Ja, ich habe die alle dann schon gelootet. Aber ich sammle jetzt noch schön alles ein, was hier im Umkreis ist. Und dann geht's weiter Richtung Meridian. Mit dem Sandsturm. Okay. Hier in der Nähe ist ein Signal. Hier ist ein Signal. Da ist irgendwas, okay. Gleich gehen wir da lang. Mal Leben auffüllen. Was ist das für eine Pflanze? Schockwachswurzel. Hier war doch gerade ein Signal. Verarscht ihr mich gerade? Hä? Da. Da möchte ich jetzt hin. Da. Es ist im Berg, oder was? Jetzt kommt bestimmt irgend so ein Riesenviech. Komm, Truthahn. Werde ich nicht. Als ob der sich wehrt. Der Sturm. Wo zum Teufel ist das Signal jetzt hin? Hä? Das Spiel verwirrt mich, muss ich zugeben. Da. Kennen wir es mal? Aber auch nicht identifiziertes Signal, sehr schön. Ihr seid eingesperrt. Boom. Die Viecher werden so hart zerstört. Hier irgendwo war das Signal. Das nervt mich. Warum zeigt es mir nicht die ganze Zeit an, wo das Drecksignal ist? Kann ich es markieren? Nein, kann ich nicht. Da unten soll es sein. Brutstätte. Die machen wir aber jetzt nicht. Schauen wir mal auf der Karte. Ja, das war eine Brutstätte. Verstehe. Obwohl im Endeffekt, wenn ich schon dabei bin, dann wird heute halt die zweite Brutstätte durchgeballert. Vorsicht da unten. Oh, da sind tote Menschen. Die Wächter haben den Hart zugesetzt. Und eine Kiste. Oh Mist, kann keine Fallen mehr mitnehmen. Wie keine Munition. Ah. Ich werde tun, was ich tun muss. Ja, mit dem anderen Pfeil. Mit dem anderen Bogen ging es halt recht schnell. Hier zieht sie sehr lange. Muss man dann mehr mit dem Nahkampf spielen. Ich versuche auf jeden Fall in der Brutstätte, versuche ich dann auch mal die Pumpgun zu benutzen. Was ist das denn da hinten? Aha. Ich komme da gar nicht rüber. Kommt da eiskalt gar nicht rüber. Kann ich das nicht von hier irgendwie... Mist. Oder komme ich da unten irgendwie rein? Das sieht aber schon sehr hardcore aus da unten. Ha. Sieht aber aus, als ob ich da runter kann. Probieren wir es mal. Weil irgendwie muss es ja klappen. Finde den Eingang. Finde einen Eingang. Ja, also, dann müssen wir wahrscheinlich wirklich darunter. Gehen wir mal darüber, sammeln die Pflanze. Kann man hier irgendwas nehmen? Nein, natürlich nicht. Ein Schuss ist mir gerade rechts unten aufgefallen. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Soll ich einfach runterspringen? Kann man sich irgendwie abseilen? Egal. Irgendeine Flüssigkeit.
Wo läuft eine Flüssigkeit? Erzähl doch keinen Scheiß. Ah, hier, oder? Ich erzähl doch keinen Scheiß. Ja, ich glaube, wir müssen hier nun da, wie der Schwab sagt. Abseilen. Es scheint interessant zu werden hier. Das hält sich. Die Lichtverhältnisse gefallen mir sehr. Was für ein Jammer. Also, das Feeling kommt immer sehr gut rüber. Jetzt wird es hier schon so schön dunkel. Kann man die plündern? Nee, die sind einfach nur tot und haben nichts. Ich schleich mal ein bisschen, ich habe ein bisschen Schiss. Egal, es dauert mir dann doch zu lang. Schön wieder radioaktive Pilze inhalieren. Da ist ein Eingang. Autsch! Ey, Aloy, Ruhe jetzt. Sie waren auch neugierig. Wer war neugierig? Aber ich bin besser vorbereitet. Hoffentlich reicht das. Überbrücken und rein in das Ding, rein in den Tunnel. Mal schauen, ob die Brutstätte sich abhebt von der anderen. Oder ob das im Endeffekt immer das gleiche ist.